Vom Montag gibt es nicht viel zu berichten, nur keine besonderen Ereignisse. Deswegen hier an dieser Stelle der WhatsApp-Bericht von Helmut Kautz über den Sonntagabend. Also wir sind da angekommen in dem Dorf. Da hat der Pfarrer Kuhlmann uns begrüßt und der Bürgermeister Frey, der hat uns ja eine Spende gegeben und überwältigend war die Konstanze Stahlberg. Die hat das alles organisiert, dass wir da zu kriegen und also auch ganz schöne Bagels und so. Und also tollste, wir durften aus dem kristallklaren Bach mit einem Schöpfer das Wasser rausschöpfen für die Pferde. Und ich muss sagen, also die standen da in der Mitte in der Abendsonne, also es war herrlich. Und dann haben wir mit ihm angefangen zu erzählen, jeder, was er mit dem Dreck zu tun hat und wie er das erlebt. Ja, und dann haben am Ende aber auch die, also waren ja merken, wir sind eine Menge Veteranen vom Russland-Dreck, aber die Neuen, die haben dann gesagt, also ich fahre die nächsten ja alle 3 Wochen mit, also das ist ja furchtbar. Und der nächste, ich fahre mit 5 weißen Pferden in Jerusalem ein. Also es ist total interessant, wie sich das alles entwickelt hat. Und dann war die Frau Stahlberg, die hat gesagt, Frau Kautz, Sie müssen bei mir schlafen. Ich habe gesagt, ey, komm nicht ohne meine Mannschaft. Und kam mehr mit, weil sie duschen wollten und schlafen. Und die hat immer noch ein Zimmer gehabt für die. Also sowas liebet. Und am Ende musste man dann auch noch einen Wein trinken. Und ich habe auch noch Wasser gekriegt. Und das ganz interessant, also hier das Museum ist auf Volksdorf, da hat Mirko für gesorgt, dass also für mich reichlich Birnensaft da war. Also ein rundum gelungener Abend. Und also war sehr schön, wie wir da empfangen wurden. Also für den ersten Abend total klasse. Jetzt noch ein paar Eindrücke von einer entspannten Fahrt. Hoffentlich haben alle gut geschlafen. Ein neuer Tag bricht an. Also ich bin Jana Schleif. Das sind Baileys und Devil, 2 Percherons. Und meine Beifahrerin ist Ilka. Da kannst du ja nochmal rumgehen. Da ist Vasco, ein polnisches Warmblut, das begleitet uns. Ja, moin, ich bin der Mirko aus dem Museum von Volksdorf. Ist Umberto und Erik. Umberto ist 19, Erik ist 9. Wer ist Erik? Wer ist er? Das ist Umberto, der ist 19, das ist Erik. Moin, mein Name ist Heinz Blei, lebe in der Thüringeti, in Krawinkel, in der Mitte Deutschlands. Und meine Pferde heißen Lord Braun und Lord Anton. So. Dein Name? Mein Name ist Alfred Putzen und das Pferd ist Murphy, ein Wallach, ein 12-jähriger Wallach. 13-jähriger Wallach. Das ist Leonie, eine 19-jährige Stute, Edelblut-Haflinger Stute. Und so, das ist alles. Matthias Funke mit Ursus und Georg Schäpermeier. Geschafft, Ankunft in Henslingen. Hier wurden wir sehr freundlich empfangen und natürlich gab es wieder für Bürgermeister Gerke die obligatorische kleine Friedensglocke.